Wie gehst du mit Alpha-Männern in der Comedy-Szene um? Ja, ich geh weg. Naja, ich meine, als Mann ist man sozusagen jede Art von Männergemeinschaft gewöhnt und ich beteilige mich einfach halt nicht besonders dann. Und dann halt sitzt man rum da und dann tritt man auf und dann geht man wieder weg, ja. Ja, stimmt. Also, mit wem bist du eigentlich befreundet? Bist du mit Philipp Schlüter befreundet? Ja, ich war ja ein bisschen vielleicht, Geht, ja. was macht ihr so? Geht ihr Kaffee trinken oder? Na, wir treffen uns und reden Quatsch. Und trinkt ihr Tee oder was macht ihr gemeinsam? Ja, Philipp trinkt ja kein Alkohol, Ja. ja. Auch Kaffee trinkt er auch Ich nicht. glaube, Philipp trinkt keinen Alkohol, weil irgendwas passiert ist. Ja. Thomas Ewald trinkt auch kein Alkohol. Ja, okay, Ex-Alkoholiker. Ja, mit denen hänge ich ab. Das ist ein lustiger, Loser, viel, viel Loser-Truppe. Spaß haben wir. Ja. Da passieren Viel Sachen, Spaß. Leute. Also du hängst auch mit Thomas Ewald ab, sozusagen. Ja, aber nur einmal in der Woche für Ja. einen Ja, wieso, Podcast. wie oft muss man denn, wenn man über 30 ist, dann kann man doch nicht mehrmals die Woche mit den gleichen Leuten Ja, abhängen. weil wir hängen ja nur ab wegen dem Podcast. Wir würden Ja. ja sich zu abhängen, glaube ich. Ja. Ja. Nee. Ja, ich habe ja auch viele Jokes darüber, dass ich irgendwie nicht so viele Freunde habe. Ja. Und, aber es ist so. Aber mit wem redest du dann über deine Gefühle, wenn dich irgendwas beschäftigt, wenn du verletzt bist? Mit wem rede ich über meine Gefühle? Ja, schon. Mit Thomas Ewald. Ja, und Philipp Schlüter, genau. Ernsthaft? Und mit Erika. Erika ist extrem offen für sowas. Manchmal rufe ich sie an und dann sagt sie, halt die Fresse, lass mich in Ruhe. Du willst mich anbaggern, du Schwein. Ja. Da fühle ich mich gut, ja. Das heißt, du behältst alles für dich. Nee, ja, hab ja auch eine Frau und so. Ja. Und kannst du mit ihr reden? Ja, kann ich mit ihr Ja. reden. Warst du schon mal bei deiner Comedy-Show? Ja, aber nicht oft. Ja. Und hat sie gefallen, oder? Ja, sie ist auch so ein bisschen Co-Writer und so, hört sich das immer Ah, an okay, ja. und erzählt, wie es war. Ich habe ja auch Schwierigkeiten irgendwie rauszufinden, wie ich auf die Leute wirke. So, es ist immer gut, wenn Hast du dich jemand. schon mal gefilmt, oder? Ja, habe ich auch schon. Nicht oft. Mache Aber immer dann so, weil merkst du ich eh keine sofort, Brille wie du auf habe. wirkst. Ja, weiß ich nicht, aber es ist auch schwierig, das einzuschätzen. Also wenn ich andere Leute höre, was sie sagen, wie ich wirke, dann ist es stimmt das nicht überein, so wie ich mich fühle oft. Das ist voll oft so. Deshalb, ich habe schon mal bei, ich war ja, ich habe letztens ein Comedy-Seminar gemacht und da haben mir so ein paar Leute so geschrieben, wie ich rüberkomme, also mit so Eigenschaften etc. Das war Ja. voll hilfreich. Ja, aber auch tut auch ein bisschen weh manchmal, oder? Ja, aber ich habe jetzt nicht mehr so viele Gefühle, Nee. also ich glaube, es. Auch wegen Medikamenten oder auch so natürlich? Ja, also ich mache ja jetzt schon fast über 5 Jahre Stand-up, das heißt, ich kann jetzt auch schon mein Video anschauen, ohne dass ich mich hasse danach. Also es Ja. ist. Aber dadurch, dass man so abgeflacht ist, ist es auch schwierig, dann irgendwie so einen Bezug zu dir selbst zu haben manchmal. Ja, weil man dann das Außenbild so annimmt ein bisschen. Ja, und auch es wird, mir wird einfach alles so egal. Wir sind jetzt halt alles einfach egal so. Stimmt. Ja. Ja, bei mir ist es so, dass ich finde, dass ich als Comedian noch nicht fertig bin. Und dann stört mich das, wenn sozusagen die Leute so das Offensichtlichste nur wahrnehmen. Und ja, dann muss ich so ein bisschen mich versuchen, immer frei zu machen, dass ich dann andere Sachen mache. Dann, weil ich dann auch spüre, wenn man so in der Szene ist, dass das ist, was die Leute so ein bisschen erwarten. Weiß nicht, vor einem Jahr habe ich ungefähr angefangen, Act zu outen. Das war auch, hat sich total komisch angefühlt. Ja. Aber ja, gut, dann wird es Aber ich besser. war überhaupt kein Act-Out-Mensch. Also Act-Out ist, wenn du so. Was ist Act-Out auf Deutsch? Act out ist, wenn du das so körperlich darstellst, Wenn was du du dann. erzählt hast. Genau. Das habe ich auch nie gemacht. Und dann so in letzter Zeit, also ich glaube nach seit 2, 1 Jahr oder so mache ich es mehr verhäuft. Weil einfach, wenn du zum Beispiel eine Stunde spielst, weißt du, dass du Material hast, das einfach nicht so geil ist. Und dann versuchst du es körperlich irgendwie noch zu Ja, retten. diese Zeit zu füllen, ja. Ja. Ja, du kannst die Bits alle verdoppeln, so in der Zeit dadurch. Ja, und außerdem, es ist halt auch, weißt du, wenn du auf der Bühne bist, versuchst du einfach, du bist einfach ein Clown und versuchst einfach alles zu geben, damit die Leute lachen. Und wenn du nur da redest, da stehst und redest, ist auch okay. Aber wenn du körperlich bist, weißt du, okay, dann merken die Leute eher, okay, die.
die will uns jetzt wirklich unterhalten. Ja, das stimmt. Du gibst mehr einfach. Ja, genau. Ist auch immer ein Risiko. Mhm. Im Act-Out kann man auch krass bomben irgendwie, ja, wenn man nicht voll committed ist dazu. Ja, mega. Wenn man das irgendwie so ironisch macht oder so. Ist auch dann schwierig vom Mindset manchmal, finde ich. Voll oft machen Comedians auch so ein Act-Out und machen es körperlich, aber ihr Blick ist einfach noch nicht da. Weißt du, ja, was ich meine? Sie sind nicht die Person, die sie Act-Outen. Genau, ja, ja. Das ist so super unangenehm, ja, weil das so widersprüchlich ist. Ja. 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 Vor allen Dingen, wenn man es zum ersten Mal macht oder die ersten Male, ja, und dann nicht sich so richtig traut. Ja. Na, Thomas Ewald hat bei Vogel hat er irgendwie einen Joke gemacht mit einem Geher. So diesen Sport gehen, weißt du? Ja. Und dann hat er den so nachgemacht, aber hat ihn nicht richtig nachgemacht. Und dann war das so einfach nur einer, der normal zwei Schritte geht. Aber das wäre halt ein super starkes Act-Out, wenn, ja, er total committen würde. So voll. Zweimal so hin und her geht, wie so ein russischer Geher. Halt. Ja, das wäre, ja, dann echt super lustig. Ja. Voll. Und ich habe auch das Gefühl, auch für einen selbst werden die Jokes irgendwie mehr, werden größer, weil sie füllen mehr und du kannst sie, speicherst sie auch in deinem Körper so irgendwie ein und du hast auch dann Gestiken und kannst dich auch so daran erinnern irgendwie. Das finde ich auch, funktioniert ganz gut. Ja, ja, ich finde auch so, schau, ja, es, und außerdem, je mehr du gibst, desto mehr hast du auch eine Distanz zum Publikum, weil du dann nicht mehr Erika bist auf der Bühne, sondern jetzt Erika Stand-Up-Comedian. Was, ja, ich meine? Ja, ja, die Figur. Das, ja, ist mehr zu der Figur. Mhm. Ja, bei dir ist auch, also man kann ja, ich weiß nicht, wann das ungefähr anfängt, aber du hast so einen Switch gehabt, wo du viel zuverlässiger das Publikum erreicht hast. Mhm. Du hattest so eine lange Phase, wo das so ein bisschen so, hatte ich das Gefühl, so zufällig, ja, viel Zufalls war und jetzt ist das viel, kannst du das viel mehr so an- und ausstellen, wie du willst. Mhm. Das hat wahrscheinlich auch was irgendwie mit. Ich glaube auch, dass ich auch das viel mehr haben will. Also wenn du, ich glaube auch so, dass ich meinen Job gekündigt habe und so alles, das fließt auch alles mit ein, dass ich jetzt einfach weiß, okay, ich habe keinen Plan B. Also wenn ich jetzt nur schlechte Shows habe, dann bin ich pleite. Ja. Ja. Es ist so merkwürdig, wie so, wenn man auftritt, dass es so die Identität von einem ist. Ich bin Stand-Up-Comedian, das, was ich bin. Und sobald man eine Weile nicht aufgetreten ist, verliert man auch diese Identität irgendwie. Ja. Ist halt total, das ist total fragil. Ja. Ja. Und auch, wie man darüber nachdenkt, aus welcher Perspektive, füllt das ganz viel, es ist ganz groß in einem. Oder man denkt, ja, eigentlich rede ich nur irgendwie 7 Minuten, 3-mal die Woche, beinahe immer das Gleiche. Also, ja, kann das eine Identität sein irgendwie? Ja. Ist auch komisch. Ja, und es ist halt, wir müssen uns auch immer bewusst sein, dass wir eben ersetzbar sind. Das heißt, wir müssen wirklich auch Material schreiben, erarbeiten und nicht, ja, immer nur, es gibt halt die Comedians, die einfach nicht schreiben, nichts machen und dann auf der Bühne sind und dann so, ich geh dir ein Busser. Mhm. Ja. Ja, das ist ja Professionalität dann irgendwie eigentlich, oder? Ja. Aber ich bin auch schuldig da. Ja, ich meine, es gibt halt, es ist auch eine Community, weißt du, es viele, die auch einsam sind, machen Comedy. Mm.